Hey Leute, Oliver Schirmer hier. Heute geht es um das Thema Werbung und ich möchte dir heute zwei Möglichkeiten zeigen, wie du ja gezielt Werbung ja schalten kannst oder Werbung für dein Business machen kannst. Und Henry Ford hat mal gesagt, wer nicht wirbt, der stirbt. Und das gilt für jedes Business, also auch für dein MLM-Business. Und wenn es um das Thema Marketing geht, dann ist es einfach ganz wichtig, dass man zwei Dinge versteht. Zum einen, dass man spitz statt breit wirbt. Das heißt, dass man sich nicht einfach an alle wendet, sondern sich ganz genau überlegt, ja, wer ist mein optimaler Kunde, wer ist mein idealer Kunde? Und da leitet sich auch schon die zweite Erkenntnis, der zweite Punkt ab. Ja, ich muss meine Zielgruppe ganz genau kennen. Ich muss ganz genau wissen, ja, wie denken die Menschen in meiner Zielgruppe? Wer ist mein idealer Kunde? Und ja, an wen möchte ich denn eigentlich überhaupt verkaufen? Und du kannst es, ich möchte es einfach mal kurz an einem Beispiel erklären. Stell dir einfach mal vor, du musst 10.000 oder du hast 10.000 Euro für dein Marketingbudget und diese kannst du jetzt ausgeben mit der einen Vorgabe, dass du diese 10.000 Euro ja innerhalb von 14 Tagen wieder einspielst mit deiner Werbung. Und jetzt ist einfach die Frage, an wen würdest du gehen, wenn du alle Möglichkeiten hättest, an wen würdest du gehen? Nämlich direkt an die Person, die dein Angebot braucht, ja, oder die Person, ja, die schon bereit ist, dein Angebot zu kaufen. Und wenn du jetzt zum Beispiel Motorräder verkaufst, ja, dann wäre es ja Quatsch, ich sag mal, in der Tageszeitung deine Werbung zu inserieren. Natürlich kann es sein, dass irgendeine Person deine Anzeige liest und dann kauft. Aber viel besser wäre es doch, du würdest deine Anzeige nicht in einer allgemeinen Zeitung veröffentlichen, sondern in einer speziellen Motorradzeitung. Und je nachdem, welches Motorrad du verkaufst oder welche Motorräder du verkaufst, ja, in einer ganz speziellen Nischenzeitschrift, ja, wo einfach nur wirklich diesen, wenn du zum Beispiel Oldtimer-Maschinen verkaufst, dass du ja in einer speziellen Zeitschrift für diese Oldtimer, ja, inserierst. Da ist das Klientel, was sich für deine Sache interessiert. Und jetzt gibt es zwei Möglichkeiten, wie kannst du das jetzt für dein Business nutzen, die zwei Erkenntnisse. Ich möchte eine Möglichkeit kurz erklären, mit die Geld kostet, und ich möchte dir eine kostenfreie Möglichkeit zeigen. Und die mit Kosten verbunden ist, ist einfach Facebook-Werbung. Du hast in Facebook hervorragende Möglichkeiten, wenn du Geld zur Verfügung hast, wenn du Geld in die Hand nehmen willst für dein Marketing, ja, dort gezielt Werbung zu schalten. Du kannst, wenn du zum Beispiel im Network Marketing tätig bist, kannst du dir Gruppen suchen, ja, die in denen es um das Thema Network Marketing, Multilevel Marketing geht, und könntest dann deine Werbeanzeige nur diesen Personenkreisen dementsprechend anzeigen lassen und hast natürlich dann dementsprechend viel, viel höhere Chancen, dass deine, ja, Werbeanzeige geklickt wird, dass deine Botschaft eben dann auch die Menschen erreicht. Ja, du kannst deine Zielgruppe ganz genau targetieren, du kannst auswählen, wie alt die Leute sein sollen, denen deine Werbung angezeigt wird, welche Interessen sie haben, in welchen Gruppen sie aktiv sind, und hast dementsprechend natürlich ein viel, viel besseres Ergebnis, wenn du das ganz allgemein, ja, irgendwo, ich sag mal, in eine allgemeine Tageszeitung schaltest, weil eins ist ja auch klar, wenn du Geld ausgibst, dann willst du ja schnellstmöglich auch einen Return on Invest, und da ist Facebook eben eine sehr, sehr gute Möglichkeit, wo du zum Beispiel deine Anzeigen platzieren kannst. Eine kostenlose Möglichkeit, und das ist meine absolute, ja, ich bin ein Fan davon, ja, das ist das Bloggen. Warum ist es so gut? Weil du hast im Bloggen, also gehen wir einfach mal einen Schritt zurück. Wenn jemand heute ein Problem hat, dann schaltet er seinen PC an, ruft Google auf, ja, oder irgendeine andere Suchmaschine, tippt in die Tasten das Problem und kriegt dann von Google eine Lösung, ja, präsentiert. Also das heißt, zum Beispiel, ich suche ein bestimmtes Urlaubsziel, dann gebe ich das in Google ein und Google sucht mir dann quasi alle Ergebnisse zu meiner Suchanweisung quasi, und ich kann mich informieren. So, das heißt, wenn jemand das macht, dann hat man hier eine Person, die ein hochgradiges Interesse an dieser Information hat. Das heißt, ich habe da schon mal einen Filter drin und weiß ganz genau, okay, wenn du zum Beispiel bei einer Network-Marketing-Firma bist, dann gibt es ja, wenn du, egal ob du mit Personen sprichst oder ob du mit ihnen telefonierst, die Leute werden sich ins Internet begeben und werden einfach danach googeln. Dann werden sie dort Erfahrungsberichte finden. Sie werden dort, ja, unter Umständen,
Positives oder auch Negatives über die Produkte bekommen, ja, was auch immer, über den Marketingplan. Und wenn du dazu regelmäßig Inhalte veröffentlichst, dann hast du gute Chancen, irgendwann ein gutes Ranking zu erreichen. Und wenn du dann dich dort positionieren kannst, dann können die Leute deine Berichte lesen, können sich ein Bild von dir machen, sie haben Vertrauen zu dir. Und dann kommt ein weiterer Schritt. Das heißt, du hast einen hochqualifizierten Interessenten auf deiner Webseite. Und wenn es dir dann gelingt, die Kontaktdaten dieser Person über deinen Newsletter zu kriegen, kannst du weiter im Austausch mit dieser Person stehen, kannst dir weitere Informationen zukommen lassen, kannst du übrigens alles automatisieren oder nahezu automatisieren, machst einmal die Arbeit und dann läuft es. Und was dann am Ende rauskommt, ist ein wirklich ernsthafter Interessent, der ja bei dir kaufen will und der mit dir das Geschäft machen will. Und deswegen bin ich so ein Fan von Bloggen, weil du eigentlich nur noch mit Menschen zu tun hast, die an dir und dem, was du tust, Interesse haben. Wenn du weitere Informationen zum Thema Blogging willst oder wenn du einfach sehen willst, nach welchem System ich arbeite, dann findest du unterhalb des Videos, findest du jetzt weiterführende Informationen dazu. Und ich hoffe, dass ich dir auch heute mit diesem Tipp wieder einen großen Mehrwert bieten konnte, dass ich dir weiterhelfen konnte. Und wenn du Fragen hast, dann nimm einfach Kontakt mit mir auf. Ich freue mich, von dir zu hören. Oder wenn du diesen Link zu diesem Video von einer anderen Person bekommen hast, dann nimm einfach Kontakt zu dieser Person auf, die dir die Informationen bereitgestellt hat. In diesem Sinne wünsche ich dir jetzt maximalen Erfolg. Alles Gute bei der Werbung, beim Marketing. Und in diesem Sinne, macht's gut. Maximalen Erfolg. Euer Oliver Schirmer. Ciao, ciao.